Unsere Johannespassion ist keine Reduktion, sondern mehr eine Verdeutlichung. Wir führen dieses gigantische Werk zwar zu dritt auf, versuchen aber die Grundgestalt und vor allen Dingen den Gehalt der Musik nicht zu schmälern. Uns hat interessiert, kann man dieses Stück, was alle, die aus diesem Kreis kommen, wirklich in- und auswendig kennen, kann man das nochmal in einem ganz anderen Kontext beleuchten und vielleicht Facetten aufzeigen, die man bis dahin so noch nie gehört hat. Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig. Sei gegrüßet, sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig. So, Benedikt, Philipp und Elina haben sich in mehreren Schritten zusammengetan, um dieses besondere Format zu erarbeiten. Dabei sind wir sehr von dem Rezitativ ausgegangen. Das ist das Einzige, das nicht gekürzt wurde in dem Format. Das Rezitativ als Handlungsträger. Die Arien wurden teilweise hinausgekürzt, teilweise auch gelassen als Reflexion auf bestimmte Stationen der Passion. Die Choräle werden mit dem Publikum gesungen als gemeinschaftsstiftendes Element. Die Chöre, also wo das Volk quasi aufschreit und hetzt, wurden auf sehr besondere Weise bearbeitet. Durch das Schlagwerk, sehr, sehr perkussiv, durch das gesprochene Wort, teilweise sehr theatral und sehr dramatisch. Das Tolle, was ich finde, was diese Version wirklich auszeichnet, ist, dass für mich der Text eine viel wichtigere Bedeutung bekommt. Ich glaube, jeder, der hier kommt und weggeht, hat auch das Gefühl gekriegt, er hat eine Passionsgeschichte gehört. Ich habe das Gefühl, dass das Publikum oft sehr ergriffen davon ist, weil sie nicht damit rechnen, dass jemand sie wirklich direkt anspricht. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Ich muss ja ganz viele Rollen singen. Und die müssen ja irgendwie unterschiedlich sein. Der Evangelist, der Jesus, der Pilatus und der Servus und die Magd und die Arien und was immer. Deswegen wird das zu einem Theaterstück. Das Besondere an unserer Fassung ist die Intimität, die entsteht. Zu dritt ist es natürlich kammermusikalisch so minimalst besetzt, dass wir die Möglichkeit haben, sehr gut aufeinander zu reagieren und gleichzeitig auch sehr leise und sehr fein diese Geschichte vorzutragen. Die Idee, die Johannespassion von Johann Sebastian Bach als radikal reduziertes Kammerspiel aufzuführen, kam mir, als ich das erste Mal den Benedikt Christiansson gehört habe als Evangelist. Das hat mich irgendwie so umgehauen, diese Art zu erzählen durch Musik, ganz natürlich und ganz direkt, dass ich gedacht habe, lass uns doch die Johannespassion erzählen, also wie ein Troubadour, eine Geschichte erzählt quasi, also entlang der Rezitative. Macht mir den Himmel auf, den Himmel. Ich wünsche den Menschen, die dieses Stück hören, dass sie die Intimität und die Zärtlichkeit, auch die in der Musik vertont ist, so erleben können, wie das Bach vielleicht, während er das komponiert hat, auch empfunden hat, nämlich eben als sehr inniges, als sehr starkes Gefühl der Zuneigung und auch der Dankbarkeit. Als denn vom Tod erwecke mich.
Wir sind Teil der Passionsgeschichte. Und weil die Zuhörer jetzt singen, dann plötzlich merken, ja, das ist unsere Geschichte. Es gibt keine vierte Wand. Es gibt nicht, Kunst wird hier produziert und da wird geguckt. Wir machen alle zusammen diese Passion. In meines Herzens.